Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Ich bin hier auf einem meiner nachgezüchteten und ein kleines bisschen mutierten, also eine Nahkampfschadenmutation, aber voll imprinteten und etwas gelevelten Giga unterwegs. Eigentlich auf der Suche nach ein paar Truthähnen, aber ich habe gesehen, hier vorne steht ein roter Loot. Und wir sind allerdings schon ganz schön voll. Ich sollte vielleicht erstmal ein bisschen ausräumen, denn ich möchte den sehr gerne mal ausprobieren, ob wir das schaffen, den zu machen. Ich glaube ja eigentlich schon. Und ja, ich habe hier, wie ihr seht, noch die Bones von den Truthähnen dabei. Der ist rot, wie gesagt. Die zweitschwierigste Stufe. Schwieriger wäre nur noch Purple. Und bei Purple ist es so, dass ihr ja mehr oder weniger unbegrenzt viele Runden habt. Also ihr könnt nach der fünften beenden, wenn ihr wollt, aber ihr müsst nicht. Ich habe jetzt hier kein Tech-Schild dabei. Ich will einfach mal gucken, wie es läuft, ja. Auch ohne Tech-Schild. Und ja, da geht's auch schon los. Wie gesagt, der ist hat eine Nahkampfschadenmutation. Ansonsten ja, ist einfach nur imprintet und ganz gut gelevelt. Die Kuppel wird sowieso gleich weg sein. Und ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Ist wie gesagt ein Test. Ich weiß mit... Guckt euch das an. Ist jetzt schon wo... Ich sehe noch nicht mal, wer hier ist. Und... also echt, ey. Ich sehe nichts. Wo seid ihr denn? Wer ist denn das? Da hinten ist irgendwo was. Oder fliegt hier einer? Ne. Da kommt ein Stego. Weg, alle weg hier. Geh da weg. Ja, ich habe immer den Eindruck, dass es ohne die Kuppel eigentlich viel einfacher ist. Weil mal kommen die da durch, mal kommen sie da nicht durch. Also es ist so ein bisschen undurchsichtig, wie es funktioniert. Ne, warum kommt der jetzt zum Beispiel durch? Es ist ein Schutzschild. Der darf da nicht durchgehen. Diese 579, das ist mein Schaden auf das Schild. Das ist nicht mein Schaden auf den Kano. Oh, man kriegt ihn auch einfach nicht. Mal ist er drin, mal ist er draußen. Ja, komm, bitte hierher. Danke. Siehst du, ich brauche nämlich nur einen Biss, um dich zu töten. Ein Kalikotherium. So, der Strike gehört natürlich nicht dazu. Stört aber. Und da ist, glaube ich, die Kuppel auch schon weg. Ja, wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen besser. Macht die Sache einfacher, muss man einfach mal sagen. Die nehme ich zu mir. Ich muss das hier alles rausschmeißen. Der ist ja jetzt schon vollkommen überladen. So, da scheinen die am schnellsten zu sein. Also vermutlich geht der Drop vorher kaputt. Glaube ich einfach. Boah. Weg. Stehst mir im Weg. Ja, das sind ein paar Tiere. Unglaublich, wa? Wir haben einen überragenden Sattel. Mit über 100 Rüstung. Diese kleinen Popo-Beißer hier. Geh weg. Ja, geh da weg. Und da tauchen sie einfach aus dem Nichts vor einem auf. Ja, der zündelt ja jetzt schon. Der macht halt erst Blitze und so. Da geht dann halt immer mehr kaputt. Wobei ich wahrscheinlich mehr Schaden auf den mache als sonst irgendwas oder irgendwer.
Und da ist wieder einer. Na, ich darf halt nicht so nah ran. Das Problem ist, der macht halt nach hinten unglaublich viel Schaden. Also es ist wirklich ganz merkwürdig, dass der sehr, sehr viel Schaden nach hinten macht und gar nicht mal so sehr nach vorne. Okay, cool. Die behalten wir. Den Rest schmeißen wir raus. Wir erholen ein bisschen unsere Gesundheit. Na, was stand da gerade? Einer noch. Hm. Tja, der hat sich verlaufen, ist irgendwo aufgehalten worden. Vielleicht ist es auch das Trike da hinten, ich glaube es aber nicht. Vielleicht ist es ja einer von euch. Nee, 15 ist eindeutig zu niedrig dafür. Was? Wer bist du? Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Hm. Müssen wir eben abwarten. Manchmal kommt noch einer, manchmal überlegt sie sich aber auch anders. Aha, er hat sich also anders überlegt. Runde 2. Und da hinten sehe ich schon den ersten Spino antraben. Position hier war gar nicht so schlecht, ne? Level up. Geh mal weg da. Ja, genau. Oh, wie sie einfach aufplöppen. Was war das? Die Morphodon. Ja, komm zu mir, weg vom Loot. So ist es richtig. So macht ihr das fein. Nicht immer zum Loot. Der schmeckt ja gar nicht. Und da wieder einfach aufgetaucht. Boah, voll die Schubser wieder. So, zusammengefaltet. Ja, schön dran vorbeigehen. So ist gut. Hey, Runde 2. Wir nehmen wieder die Herzen, geben uns nochmal was hier drauf und schmeißen den Rest wieder weg. Die Runde war besser als die erste, würde ich sagen, denn ich glaube, dass da weniger Tiere Schaden drauf gemacht haben, weil wir viele von denen vorher abfangen konnten. Hey, 1700. Ja, die meisten kommen wirklich so hier von da und von hinter mir. Von da drüben kommen gar nicht so viele. Auch mal, ja, aber nicht so viele. Halt. Ich habe mich ehrlich gesagt schon gewundert, warum die ganze Zeit keine Wyvern da waren. Jetzt haben wir sie. Geht da weg. Geht da weg.
Geht da weg. Mein Loot. Mein Loot. Ja, okay. Immerhin macht man auf den Loot nicht so viel Schaden wie auf die Tiere. Dann wäre der aber schon lange, lange weg. Okay. Es gibt ja auch Enraged Rexe. Na, bis jetzt haben wir ja nur bei dem gelben Blutmann Enraged Trike gesehen. Also ein Tech Triceratops, der als Alpha-Variante erschienen ist. Und es gibt aber auch natürlich die Form als Rex. Na, die sind dann vermutlich, weil sie einfach widerstandsfähiger sind, noch ein bisschen härter als die Trike-Variante. Stelle ich mir zumindest so vor. So, wir haben wieder ein Levelchen oder zwei. Wir haben wieder ein paar Herzen. Das hier brauche ich aber auch. Sonst so irgendwas von Wichtigkeit? Das hier vielleicht. Der Rest kann weg. Hier, komm, kriegst ein bisschen Fleisch. Aha. Ich wollte gerade sagen. Wer schleicht sich hier an? So ganz frech von hinten. So. Das war jetzt Runde 3, ne? Oder? Krass. Ja, ziemlich krass. Ich zeige euch dann gleich mal, falls ihr es jetzt nicht zwischendrin schon mal gesehen habt, die Werte von meinem Giga. Also geboren ist er, glaube ich, mit 34, irgendwas 1000 Leben. Also richtig viel Leben. Im Gegensatz zu den Eltern. Also der ist damit nicht geboren, sondern nach dem Imprint. Die Eltern waren ja 18.300 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und nach dem Imprint waren es tatsächlich 34.000. Dann hatte er 205 Nahkampfschaden nach dem Imprint. Und mit der Mutation der einen, die er hatte, hat er nochmal 10 oben drauf gekriegt. Hat er also nach der Geburt 215 Nahkampfschaden gehabt. Und nach dem Imprint waren es 275 oder so. Oder 270. Nach dem Imprint, ungelevelt. Das ist natürlich ziemlich gut. Weg, 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 weg. So. Wegknuspern. Ich möchte den Drop nicht hinter mir haben. Gerne vor mir, weil nach vorne macht er gar nicht so viel Schaden. Also er macht natürlich überall gleich viel Schaden. Aber er hat nach vorne nicht so eine große Range wie nach hinten. Vermutlich, weil er ein bisschen schwerfällig mit dem Umdrehen ist. Also ich erreiche Tiere, die hinter mir stehen, besser als Tiere, die vor mir stehen. Da hinten kommt noch einer angerannt. Ein Stego. Na komm, wir warten nicht auf dich. Komm. So, ist fein. 239. Yeah, das war jetzt, was, der vierte? Jetzt kommt der fünfte oder so? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, 5 von 5. Der letzte ist das hier. Da kommt wieder eine Wyvern. So, wie gesagt, lieber mit dem Gesicht zum Loot. Na, weil wenn die hinter mir sind, kriege ich sie schon. Und so mache ich keinen Schaden auf den Loot. Die Wyvern da hinten hängt fest. Halt! Das ist unfair. Na, ich wackel schon wieder mit der Hand zu dolle, ne? Sorry. Sorry. Okay. So. Ja, blöd, wenn wir den Loot jetzt noch verlieren, weil hier die Tiere so viel Schaden drauf machen. Das wäre echt doof. Also geht da bitte weg. Da ist ein Enraged Trike aber wieder. Oh, der brennt. Geh weg da. Ich muss den wegmachen. Ja.
Weil nämlich die anderen schwerer zu töten sind, wenn der da ist. Ich weiß, da ist ein Stego noch direkt dran. Noch ein Enraged! Ja, müssen wir leider auch den wieder zuerst wegmachen. Und ich wackel mit der Hand. Na, endlich. So, Stego noch. Hm, die Wyvern da hinten, weiß ich nicht, ist die schon wieder despawned? Sieht ja fast so aus. Was ist mit dir? Anders entschieden? Doch kein Bock? Oder hängst du irgendwie? Oh, nee, keine Stamina. Lass mein Loot in Ruhe. Lass mein Loot in Ruhe. Phew. Biddle-diddle-dim. Biddle-diddle-dim. So. Ja, ich weiß nicht, habt ihr auch gesehen, dass da vielleicht eine Feuerwivern im Baum hing? Die ist nicht mehr da. Hm. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Weg mit allem. Hier hast du wieder ein bisschen Fleisch. Jo. So, steht jetzt hier, wie viele noch fehlen? Ja, ja, ich weiß, man kann es auch mit dem Fernglas machen. Einer. Dann haben wir's. Noch einer. Wir haben mit einem einzigen Tier einen roten Drop verteidigt. Da hinten ist noch ein Dilo. Der wird es aber wahrscheinlich nicht sein. Ich glaube, Dilos waren diesmal nicht mit von der Partie. Wir töten ihn trotzdem. Hm. Ich meine, ich kann ja mal hinter den Hügel gucken, ob die Feuerwivern da irgendwo noch ist, aber... Ha! OSD-Verteidigung abgeschlossen! Schnell, 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 schnell! Juhu! Gib mir mal meinen Loot! Türchen auf! Und her mit dem Kram! Oh, ich kann mich jetzt schon nicht mehr bewegen. Shit. Was ist das? Ja, auch sowas, ne? Warum ist das immer alles so schwer? Alles drin? Ja, das war wahrscheinlich das Metall. Wir brauchen ja vor allem... Die Kryopods, die kann ich erstmal liegen lassen. Ist nicht so wichtig. Die halten nämlich tatsächlich länger als der Rest. Nein. Heb mal Kram auf. Alles drin. So. Oh, hier gibt es schwarze Perlen. Das wusste ich gar nicht. Was ist jetzt schon wieder so verteufelt schwer? Das hier. Nee, da muss noch mehr sein. Was noch? Das hier. Och, krass, ey. Alles drin. Wir gucken es uns gleich an. Wir werden nichts Gutes verpassen hier. Und schon wieder so schwer. Es nervt. Dann gibt da nicht immer so ein Kram. So. Wieder alles rein. Wie gesagt, die halten ein bisschen länger. Okay, wir können schon mal sagen, nicht alle schwarzen Perlen, die jetzt hier drin sind, sind hier aus dem Loot. Gleich rein. Es ist so schwer. Fundamente aus Metall. Oh, der kann es nicht mehr tragen. Und sonst noch irgendwas?
Nee, ich glaube nichts Besonderes mehr. Okay. Wir haben's. Juhu. Draufsetzen. Okay, cool. Dann wollen wir doch mal gucken, was haben wir denn hier alles so? Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Kryopods. Hey, wir haben einen besseren Mac. Ja, das ist ja super. Level 155. Super, 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 super. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ganz viel anderen Kram. Ich glaube, hatten wir das vorher schon. Vielleicht weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau. Was ist das hier? Schutzanzug. Man kann aber auch Tech-Zeug finden. 506 an Rüstung. 355. Krass. Ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Wow, ich bin überwältigt. Jetzt müssen wir mal sortieren. Was brauchen wir, was brauchen wir nicht? Also ein paar schwere Sachen. Hier kommen Steinwände, ja, zum Beispiel. Also ich bin immer so knapp mit Metall. Ich würde tatsächlich das Metall aufheben. Ich würde zum Beispiel, könnte man die Suppen essen? Kannst du dich denn überhaupt nicht bewegen? Nee, du kannst dich überhaupt nicht bewegen. So ein Mist. Ja, ich muss hier ein bisschen sortieren, mal gucken, was ich davon behalte. Hey, ein besserer Managama-Sattel. Auch nicht schlecht. Ja, das hier zum Beispiel. Das ist einfach zu schwer, glaube ich. Wir können das ja auch sortieren nach Gewicht oder sowas. Sortieren nach Gewicht. Das ist das Leichteste, das heißt, das Schwerste ist ganz unten. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es das ist. Müssen wir das wohl oder übel wieder fallen lassen? Packen die Sachen hier rein. Zack. Ich nehme mal das Essen an mich. Dann kann ich davon schon mal ein bisschen was abbauen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy mit diesem Ausgang. War auch eher zufällig. Ich schleiche jetzt einfach mal erstmal zurück in die Stadt. Da ist es nicht ganz so unsicher. Ich bin nämlich eigentlich hier Turkey Trail-mäßig unterwegs und sammle diese Knochen, um die ganzen Emotes freizuschalten. Ich bin noch nicht wirklich weit gekommen, da habe ich diesen roten Drop hier gesehen. Gut, ich mache mich auf den Weg nach Hause und so. Vielleicht kommen wir da heute irgendwann auch noch mal an. Ja, jetzt müsste es ja leichter sein. Und dann lesen wir noch mal einen Explorer Note vor, wenn wir da sind. Wir sind siegreich zurückgekehrt. Also ich würde mal sagen, das Beste, was wir daraus bekommen haben, ist definitiv der bessere Mac. Also das ist wirklich schon ziemlich gut. Level Watt 155. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was so standardmäßig das Level ist, wenn man einen Mac rausschmeißt. Also wir haben ja schon mal einen gemacht, der war einfach ein normal produzierter. Keiner aus irgendeinem Loot oder so. Wir gucken uns jetzt nochmal die Explorer Notes an. Wir sind bei Helena. Ich habe die Helena inzwischen, nee, noch nicht ganz komplett. Es fehlt mir immer noch einer. Und zwar 1 und 2 haben wir auf jeden Fall gelesen. 3. Aha. Ich glaube, das hatten wir aber auch. Die Maschinen, die Santiago gebaut hat, sind fantastisch und so weiter. Die 4, die 5 hatten wir nämlich auch. Ja, die 4 hatten wir definitiv noch nicht. Heute hatte ich ein Gespräch mit Santiago. Aha, das ist also Santiago hier auf dem Bild. Diesmal ein richtiges, nicht eines dieser sarkastischen Geplänkel, die seine bevorzugte Art der Kommunikation sind. Ich war erstaunt, dass diese Funktion anscheinend einen Ausschalter hat. Er dachte an die die Klonlabors, die wir in einer der Stationen gefunden hatten. Sind wir alle Klone? Und wenn ja, sind wir für die Taten unserer Originale verantwortlich? Und wieso überhaupt solche Maßnahmen? Eben all diese Fragen, die ich mir schon selbst gestellt hatte, aber nie eine Chance hatte, sie mit jemandem zu diskutieren. Ich sagte ihm, dass wir nicht in der Lage wären, die Situation zu benutzen, die Station zu benutzen und dass alles, wofür wir verantwortlich sind, sich lediglich auf unsere Vorgehen beschränkt. Keine Ahnung, ob das die Antwort war, die er hören wollte, aber bis jetzt ist es die beste, die mir einfiel. Alles klar? Ja, ich würde sagen, wir haben sehr, sehr erfolgreich einen OSD, einen Orbital Supply Drop gemacht. Ging wesentlich einfacher, als ich gedacht hätte. Ich dachte, es gibt viel mehr Wyvern und vielleicht auch mal so ein Enraged Rex. Ja, nicht nur Trike, davon hatten wir ja gleich zwei. Aber ich muss sagen, es war sehr entspannt fast. Und ja, ich hätte gedacht, man muss vielleicht 2 oder 3 Gigas mitnehmen, aber es geht mit einem ganz hervorragend.
Und ich würde sagen, dass an dieser Stelle die Folge wieder zu Ende ist. Ich werde mich jetzt weiterhin auf Truthahnjagd begeben. Gerade hier so in diesem Areal, da spawnen davon wirklich relativ viele. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.